Hallo meine Lieben, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch meine buchigen Neuzugänge aus dem letzten Monat. Ich weiß nicht, wie es passieren konnte. Ich bin auf jeden Fall völlig eskaliert. Es sind, glaube ich, 17 oder 18 Bücher eingezogen. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ich bin normalerweise jemand, der unter 10 versucht zu bleiben, weil das auch in etwa die Bücher sind, die ich schaffe, in einem Monat zu lesen, wenn es gut läuft. Und ja, diesen Monat sind es irgendwie 18 geworden. Aber es war einfach auch so viel Tolles bei Tauschticket dabei und ich hatte so ein, zwei Tickets mehr als gewöhnlich. Und ja, da sind einfach Bücher bei mir gelandet, die nicht geplant waren. Ich will mich da aber auch gar nicht für entschuldigen, denn ich habe auf jedes einzelne Buch total Lust. Und ich fange direkt mal an mit einem Buch, was ich bei Vilja gesehen habe. Und sie hat mich so angesteckt mit diesem Buch, dass ich es kaum erwarten kann, es zu lesen. Und zwar ist es Verlangen von Chris van Steenberge. Ich fand das Buch optisch schon mal wunderschön. Es ist im Klett-Cotta Verlag erschienen und ja, Vilja hat da so doll von geschwärmt, dass ich so Lust hatte darauf, dass ich sofort bei Medimops, glaube ich, war es, diese Bestellung losgelassen habe. Betörend, erhellend, raffiniert, das stärkste flämische Debüt der letzten Jahre. Elizabeth, die Tochter des Schmieds, sehnt sich danach, ihrem Heimatdorf Wösten zu entkommen. Sie versucht, sich Bildung anzueignen und heiratet den jungen Arzt Guillaume Duponcel. Als kurz darauf Zwillinge zur Welt kommen, ist der Zweitgeborene so entstellt, dass der Vater sich weigert, ihm einen Namen zu geben. Doch namenlos überlebt und hält fortan dem Vater und den anderen Dorfbewohnern den Spiegel vor. Ja, Vilja hat gesagt, dass das Buch am Anfang für sie so ein Kandidat war, ob das noch was wird, aber dass sich das so toll entwickelt hat und dass sich das so wunderschön entwickelt hat, dass sie absolut in einen Lesesog gekommen ist und das erwarte ich mir von diesem Buch natürlich jetzt auch. Wir sind Ende 19. Jahrhundert, ja, in Belgien. Dann haben wir auch noch den Ersten Weltkrieg, der mit im Setting beinhaltet ist und ich bin schwer gespannt auf dieses Buch und auf das Leben dieser beiden Kinder und die Geschichte dieser Ehe und ja, freue mich einfach da super doll drauf. Es ist halt historisch, aber ich glaube, mit sehr, sehr viel Tiefgang und es, wenn Vilja es empfiehlt, kann es ja eigentlich nur gut werden. Ich vertraue dir da, meine Liebe. Dann habe ich bei Tauschticket einen zweiten Band ergattert, zu den ich unbedingt noch brauchte, um den ersten lesen zu können. Ihr wisst, the struggle is real. Lainey Taylor, Strange the Dreamer. Und zwar ist das der zweite Band. Im Englischen sind es aber, es ist ein Buch. Und im Deutschen wurde es in zwei einzelne Bücher aufgeteilt. Und ich habe überall gehört, wenn ihr das erste Buch lest, habt das zweite zur Hand, denn es endet einfach mitten in der Geschichte und man möchte einfach dann weiterlesen. Ja, und das war natürlich für mich das Kaufargument, beziehungsweise hier Tauschargument, dass ich unbedingt Band 2 dann auch hier haben wollte, wenn ich mit Band 1 starte. Und es geht ja hier um den Laszlo Strange, der von einer Stadt träumt, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, Weep, genau, die so eine mysteriöse Stadt ist, ob es sie gibt und wenn es sie gibt, wie sie ist und so weiter. Und er ist besessen eigentlich von dieser Stadt und irgendwann ergibt sich für ihn die Möglichkeit, auf eine Expedition mitzugehen in diese Stadt. Und da beginnt die Reise von Laszlo. Und es muss ein sehr fantastisches, träumerisches, sprachlich sehr gewandtes Buch sein, beziehungsweise Bücher. Und ich freue mich da sehr drauf, die zu lesen. Ich lese ja im Moment gerne Fantasy und ja, freue mich auf Laszlo Strange. Dann habe ich bei Tauschticket einen sechsten Band von einer Reihe ergattert, die ich sehr gerne lese. Und das ist der einzige, den ich noch nicht gelesen habe. Ich spreche von Simon Beckett. Und zwar Die ewigen Toten. Das ist, meine ich, jetzt Band 6. Ja, wir begleiten in dem Buch wieder unseren Anthropologen Dr. Hunter, Dr. David Hunter, der in den anderen Bänden ja auch schon die Hauptrolle spielt. Und ich fand einfach, das Setting klang hier wieder so großartig. Es geht hier nämlich nach St. Jude. Das ist ein Krankenhaus im Norden von London, das seit Jahren still liegt und in Kürze auch abgerissen werden soll. Und zwar wird dort auf dem Dachboden dieses alten Krankenhauses eine Leiche gefunden, die, so wie David Hunter sofort sieht, sehr, sehr lange schon da liegen muss.
und der Körper ist zum Teil mumifiziert. Sie versuchen dann, die Leiche zu bergen und es bricht aber der Boden in diesem baufälligen Gebäude irgendwie durch. Und er findet ein fensterloses Krankenzimmer, das auf keinem der Baupläne dieses Krankenhauses verzeichnet ist. Und warum wusste keiner von dieser Existenz des Raumes und warum wurde der Eingang zugemauert, obwohl dort Krankenbetten drin stehen und in diesen Betten scheint auch wohl noch jemand zu liegen. Klingt wieder fantastisch. Ich liebe David Hunter. Er ist mein absolut liebster Protagonist in einer Thriller-Reihe und ich bin auch kein großer Thriller-Fan im Moment, aber David Hunter ist die große, große Ausnahme für mich. Ich mag ihn einfach als Mensch so gern und finde die Fälle immer grandios aufgelöst. Ich liebe Simon Beckets Schreibstil und freue mich auf ein Wiedersehen mit meinem, ja, David Hunter. So, dann habe ich eine ganz kleine Rebuy-Bestellung mit nur 4 Büchern getan diesen Monat und ja, die sind alles andere als schön vom Zustand. Da war ich sehr enttäuscht. Ich war kurz davor, die alle wieder zurückzuschicken. Ich zeige euch auch warum. Ich habe mir einmal von Karin Köhler Miroloy gekauft und ihr seht es schon, da sind sehr komische Fettflecken vorne drauf, die ich auch nicht mehr wegbekomme. Die sind richtig drin im Cover. Ansonsten ist das Buch einigermaßen gut in Schuss. Es ist ein bisschen schief gelesen und das Lesebändchen ist ausgefranst. Ja, und da ich die Bücher ja so im Regal stehen habe und nicht so, habe ich mich jetzt entschieden, das trotzdem hier zu behalten. Aber es wurmt mich dann doch, wenn ich einen sehr guten Zustand bestelle, dass dann da so Fettflecken drauf sind. Ja, worum geht's in Miroloy? Das ist das Debüt der Autorin Karin Köhler, wenn ich das richtig weiß. Und es geht um ein Dorf auf einer Insel. Und wir werden direkt in das Leben einer jungen Frau hineinkatapultiert, die sich auflehnt gegen die Strukturen der Gesellschaft und für ihre Freiheit. Ja, das Buch ist, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht in Kapitel aufgeteilt, sondern in Strophen, wie bei einem Lied sozusagen. Und es geht in ein Dorf, das heißt auch einfach nur das schöne Dorf. Dort haben Männer das Sagen, Frauen dürfen nicht lesen und diese Außenseiterin stellt wohl alle Regeln auf den Kopf. Sie scheint sich zu verlieben in diesem Buch und sie scheint auch einen Namen zu bekommen. Also es kann sein, dass in diesem Dorf die Frauen noch nicht mal Namen haben. Ich bin sehr gespannt drauf. Es soll auf jeden Fall sehr unbändig und feinfühlig erzählt sein und diesen Ort, der eigentlich nur in der Literatur existiert, dieser Ort soll trotzdem vom Gefühl her irgendwie allgegenwärtig sein. Ja, klang für mich nach einer tollen Geschichte, habe ich jedenfalls große Lust drauf und freue mich aufs Lesen, auch wenn der Zustand mich irgendwie ein bisschen ärgert. Ein zweites Buch in diesem Paket konnte ich nur als gut bestellen, weil es kein Exemplar in sehr gut auf Lager gab. Und oh Wunder, es ist das schönste erhaltene Buch aus der ganzen Bestellung. Ich spreche vom Fliegenfänger von Willie Russell. Das Buch habe ich länger schon auf meiner Wunschliste gehabt. Es hat 1-2 Leserillen, was bei der Dicke in Ordnung ist und ist auch nicht besonders schief. Ich denke, dass es nur angelesen wurde und nicht komplett. Ich hatte das irgendwann mal bei einem Booktuber gesehen und auf die Wunschliste gepackt, weil mich das vom Thema sehr interessiert hat. Und jetzt habe ich es bei Sarah von Bookmarkt im uralten Sub-Video wiederentdeckt. Und sie hat gesagt, dass sie das Buch sehr gerne bald lesen möchte, weil es halt schon viele Jahre ungelesen bei ihr rumsteht. Und ich habe darunter geschrieben, dass ich gespannt auf ihre Meinung bin, weil es halt auf meiner Wunschliste steht. Und dann hat sie vorgeschlagen, dass wir es gemeinsam lesen und das werden wir auch im Herbst. Und zwar geht es hier um den 11-jährigen Raymond Marx, der in einer Schulpause zufällig das Fliegenfangen erfindet. Das harmlose Spiel wird katastrophal missverstanden. Raymond fliegt von der Schule und beginnt ein tragikomisches Leben als Außenseiter und Sonderling. Wie es ihm dennoch gelingt, sein ganz persönliches Glück zu finden, schildert dieser überaus komische und warmherzige Roman. Ja, ich finde Kinderfiguren ja sowieso immer sehr spannend in Büchern, wenn sie gut geschrieben sind. Ich habe es schon so oft erwähnt und auf Raymonds Geschichte bin ich auch sehr gespannt und ich freue mich unfassbar auf die Leserunde mit dir, liebe Sarah. Ja, das größte Ärgernis dieser Rebuy-Bestellung war der Sprung von Simone Lappert. Ich habe ein Hardcover in dem Zustand sehr gut bestellt,
habe ein Taschenbuch bekommen und zudem könnt ihr sehen, ist es ein Leseexemplar, was nicht verkauft werden darf. Und ich glaube, ich habe 14 Euro für das Buch bezahlt. Ich habe mich kolossal geärgert und tue es auch gerade immer noch. Ja, also ich möchte gerne Der Sprung lesen, deswegen lasse ich es jetzt hier. Aber ich finde es unverantwortlich von einem Geschäft wie Rebuy, dass es Leseexemplare verkauft. Und es steht unverkäufliches Leseexemplar groß in Rot vorne drauf. Ah, das regt mich auf. Ja. Naja, aber es ist auf jeden Fall, geht es ja um die Geschichte und es geht um das fragile Gleichgewicht unserer Gegenwart. Eine junge Frau steht auf einem Dach und weigert sich herunterzukommen. Was geht in ihr vor? Will sie springen? Die Polizei regelt das Gebäude ab, schaulustige Johlen zücken ihre Handys. Der Freund der Frau, ihre Schwester, ein Polizist und 7 andere Menschen, die nah oder entfernt mit ihr zu tun haben, geraten aus dem Tritt. Sie fallen aus den Routinen ihres Alltags heraus, verlieren den Halt oder stürzen sich in eine nicht mehr für möglich gehaltene Freiheit. Ich habe schon so viel Gutes von diesem Buch gehört, ich freue mich auf das Buch, aber ich bin einfach genervt davon, dass man bei Rebuy ja, im Grunde so veräppelt wird. Und das nächste Buch ist auch aus dieser Rebuy-Bestellung, das ist das 4. und es ist einfach nur furchtbar schief gelesen und es war der Zustand sehr gut. Von Louise Penny, Das Dorf in den roten Wäldern. Und jetzt schaut mal, wie schief das ist. Und es hat, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, unfassbar viele Leserillen. Ich glaube, ihr könnt es gar nicht sehen. Ne? Ja, ist egal, es ist sehr, sehr schief. Und wenn ich nicht so Lust auf diesen Krimi hätte, müsste ich es eigentlich zurückschicken. Naja, das Buch habe ich bei Caro gesehen und sie hat einfach von diesem Charme dieses kanadischen Örtchens, in dem diese Handlung spielt, so geschwärmt, dass sie die Reihe großartig fand, dass sie sie zum Wegschmökern fand. Und darum habe ich mir diesen ersten Band, um dieses mal auszuprobieren, dann gegönnt. Und zwar ist das ein Ermittler, der heißt Gamache. Und wir sind in Three Pines, mitten in den kanadischen Wäldern. Und jeder kennt dort jeden. Die Idylle wird aber zerstört, als an einem leuchtend klaren Herbsttag eine Leiche gefunden wird, durch einen Pfeil getötet. Es kann eigentlich nur ein Jagdunfall sein, denn wer hätte sonst den Grund gehabt, eine pensionierte Lehrerin umzubringen? Armand Gamache, Chef der Mordkommission von Montreal, muss die Sache aufklären, um den Dorffrieden wiederherzustellen. Dabei wird er nicht nur den Mörder finden, sondern auch Freunde wie die Buchhändlerin, die Dichterin und andere Leute, die im Ort so leben. Und er schließt wohl Three Pines bei den Ermittlungen so sehr ins Herz, dass aus diesem Tatort für ihn ein Sehnsuchtsort wird. Und wenn ich das richtig verstanden habe, zieht er auch in diesen Ort, denn die nächsten Krimis aus diesem Dorf in den roten Wäldern, die anderen Fälle für Armand Gamache, spielen alle in Three Pines. Ja, das klingt nach einem cozy Krimi in Kanada. Ich freue mich auf das Setting und freue mich auch auf die Geschichte und den Kriminalfall und alles. Und ja, es darf dann jetzt bleiben, aber ich hoffe, ich finde irgendwann mal eine schönere, nicht so zerlesene Ausgabe von diesem Krimi. Dann war ich im öffentlichen Bücherschrank, weil ich da 3-4 Bücher reingestellt habe und meistens gucke ich dann einmal durch, ob da irgendwas dabei ist, was auf meiner Wunschliste steht. Ich habe äußerst selten Glück im öffentlichen Bücherschrank. Meistens sind es so die üblichen Chicklit-Romane oder uralte Bücher, aber dieses Mal war ein Buch dabei, das tatsächlich auf meiner Wunschliste stand und das in einem fantastischen, quasi neuwertigen Zustand. Ich konnte mein Glück kaum fassen. Ich spreche von Meine Schwester, die Serienmörderin von Oinkan. Ich weiß es nicht. Schaut euch den Namen einfach selbst an. Dieses Buch ist mir aufgefallen, weil es einfach neongrün ist. Das kommt in der Kamera, glaube ich, überhaupt nicht rüber. Es ist wirklich neongrün. Und es soll ein fiebrig heißer Roman sein. Das sagt zumindest Paula Hawkins, die Autorin von Girl on the Train. Es geht um 2 Schwestern, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Ayola ist das Lieblingskind. Sie ist unglaublich schön und sie hat die Angewohnheit, ihre Liebhaber umzubringen. Korede,
ich weiß nicht, ob sie so ausgesprochen wird, ist wohl eher praktisch veranlagt und dafür zuständig, hinter ihrer Schwester aufzuräumen. Die Krankenschwester kennt die besten Tricks, um Blut zu entfernen, und ihr Kofferraum ist groß genug für eine Leiche. Dann verknallt sich natürlich auch Tade in Ayola, der hübsche Arzt aus dem Krankenhaus, der doch eigentlich für Kurele bestimmt ist. Jetzt muss sie sich fragen, wie gefährlich ist ihre Schwester wirklich und wen hat sie hier eigentlich vor wem beschützt? Dieser euphorisch gefeierte Roman ist so beiläufig feministisch wie abgründig, er ist fiebrig, heiß und verdammt cool zugleich. Klingt total toll. Ich freue mich drauf, die beiden Schwestern kennenzulernen. Ich bin sehr gespannt auf die Geschichte und habe mich einfach total gefreut, als ich das Buch im Bücherschrank entdeckt habe. Ja, das nächste Buch, was ich jetzt in die Kamera halte, dürfte eigentlich für niemanden eine Überraschung sein, denn ich habe das auf BookTube so rauf und runter gelobt gesehen, dass ich es eigentlich ja nur kaufen konnte. Es ist von John Mars, The One, finde dein perfektes Match. Ich mag dieses Buch optisch eigentlich gar nicht. Ich finde dieses Neon Pink nicht schön mit Weiß. Ist einfach nicht mein Geschmack. Aber es wurde so gelobt von Claudia von Beauty Butterflies, von Sibby Coyote Diaries, von den Book Friends. Ich kam einfach nicht dran vorbei. Und es klingt auch einfach ganz toll. Nie wieder Single. Dank Match Your DNA ist dieser Traum endlich Wirklichkeit. Beziehungsprobleme und schlechte Dates gehören der Vergangenheit an. Ein simpler Gentest reicht aus, um den perfekten Partner zu finden. Millionen Menschen haben diesen Test bereits gemacht und sind mit ihrem Match glücklich geworden. Moment, Millionen glücklicher Paare? Nicht so ganz. Denn auch Seelenverwandte können Geheimnisse voreinander haben. Manche davon sogar tödlich. Ja, das wurde beschrieben als ein sehr klug inszenierter Thriller, der sehr viele Perspektiven beinhaltet, was ich einfach total gerne lese. Das ist ja bei der Sprung auch so und hier soll es eben auch so sein. Und man kommt über diese vielen verschiedenen Perspektiven dann dem Kern des Ganzen auf die Spur. Und ich freue mich drauf, das scheint ein Buch zu sein, was wirklich viele sehr gefesselt hat und den Lesegeschmack sehr vieler Thriller-Fans getroffen hat. Und ich möchte es auf jeden Fall auch lesen. Ja, ich glaube, im Lesemonat Mai habe ich euch von einem Cozy-Krimi erzählt, den ich gelesen habe. Und zwar war das der erste Band der Agatha Raisin-Reihe. Und ich habe mir jetzt noch drei weitere aus dieser Reihe zugelegt, die alle in der Reihenfolge dann nach dem ersten spielen, also Band 2, 3 und 4. Und wir sind ja hier mit unserer Agatha in einem kleinen Dörfchen in England, in den Cotswolds, und sie ist so eine kleine Miss Marple in diesem Ort und irgendwie muss sie immer wieder kleine Verbrechen oder Mordfälle aufklären. Und es geht hier einmal um den Dorftierarzt, der ist wohl äußerst attraktiv, der aber bei der Behandlung eines Rennpferds stirbt und die Polizei glaubt, es ist ein Unfall. Agatha zweifelt da aber wohl dran. Dann haben wir hier einmal Agatha, die neidisch ist auf ihren Nachbar. Der hat nämlich mit einer neuen Frau angebandelt und das ist so ein blutjunges Ding, die leidenschaftlich gärtnert, und Agatha hat überhaupt keinen grünen Daumen. Sie möchte diese neue Nachbarin bei einer Gartenschau übertrumpfen, findet sie aber eines Nachts kopfüber tot in einem Blumenkübel. Und im dritten geht es um eine Wanderin, die so ein bisschen das Dorfleben aufmischt und die ihr Ende im Feld des Erzfeindes von Agatha findet, glaube ich. Und sie schleust irgendwie jemanden in eine Wandergruppe rein, um auf das Geheimnis dahinter zu kommen. Und da stirbt, glaube ich, noch jemand aus der Wandergruppe. Ja, auf jeden Fall drei weitere Fälle für Agatha Raisin. Und da freue ich mich drauf. Das ist wirklich so Schmöker-Krimi-Lektüre. Das nächste Buch habe ich bei Tauschticket ergattert. Es ist ein Leseexemplar von Martha Oriols, Der Moment zwischen den Zeiten. Das hat mich vom Cover her sehr angesprochen. Ich fand es sehr hübsch. Es ist auch unterm Schutzumschlag, finde ich, sehr hübsch. Eine ganz, ganz tolle Farbe. Und in diesem Buch geht es um Paula. Paula ist Kinderärztin, sie ist 42 und sie ist froh, sich nach ihrem Urlaub endlich wieder über die Frühgeborenen kümmern zu können, denn der Alltag ist für sie ihr Rettungsanker, seit Mauro nicht mehr da ist und seit sie von seinem Geheimnis erfahren hat. Ja, es geht also um Paula, die an einem Tag gesagt bekommt von ihrem Freund Mauro, dass er
sich in eine jüngere Frau verliebt hat und sie verlassen möchte. Aber dann wenige Stunden später passiert ein Verkehrsunfall und Mauro stirbt. Und Paula ist halt in Schockstarre. A, über diese Neuigkeit, dass er sie verlassen möchte und B, natürlich dann über seinen Tod. Sie gewinnt als Kinderärztin fast immer den Kampf gegen den Tod. Aber jetzt dreht sich ihr Leben quasi von außen nach innen, von innen nach außen. Und ja, wie will man über diesen Verlust hinwegkommen, über diesen Schmerz, über dieses Verlassenwerden und wie soll sie das Ganze ja überleben und wie soll sie damit weiterleben? Ich finde, das kann großartig werden. Das fühle ich irgendwie. Das Buch hat zu mir gesprochen und ich hoffe, dass mich mein Gefühl hier nicht täuscht. Ja, das nächste Buch ist jetzt gerade frisch erschienen und ich freue mich auch sehr, es bereits zu lesen und zwar als All You Can Read Buch des Monats. Und zwar lesen wir gerade alle gemeinsam von Anne Freitag Das Gegenteil von Hasen. Und macht uns großen Spaß. Wir sind jetzt gerade erst mit dem ersten Abschnitt fertig geworden. Und ich freue mich sehr, wieder Anne Freitag zu lesen. Es macht großen Spaß, wie gesagt. Ja, und wir sind hier in einer gymnasialen Oberstufe unterwegs und lernen die Kinder oder Schüler dieser Stufe kennen. Und das große Überthema dieses Romans ist Mobbing. Und zwar geht es darum, dass ein Laptop mit Tagebucheinträgen verschwindet und diese Tagebucheinträge am nächsten Tag brühwarm im Internet auftauchen. Und um diese junge Frau, die das sich von der Seele geschrieben hat, was mit ihr passiert, was mit diesen Tagebucheinträgen eben, ja, was das mit ihrem Leben macht, was die Menschen, über die sie in ihrem Tagebuch geschrieben hat, dazu denken und sagen. Und auch über die Frage, wer hat das entwendet und wer hat das in die Öffentlichkeit gebracht. Und ja, was eben Mobbing mit Teenagern machen kann. Und das ist ein wichtiges Thema, finde ich. Ein sehr schwieriges Thema, weil es immer zwei Seiten der Medaille gibt und weil es mit Sicherheit oft auch Gründe gibt, die dazu führen, dass jemand mobbt. Aber ich finde es super spannend, darüber zu lesen. Anne Freitags Schreibstil ist glasklar. Kein Wort zu wenig, kein Wort zu viel. Ich finde, sie macht das ganz großartig und hat eine sehr berührende und sehr frische Erzählweise. Und ja, ich mag einfach ihre Bücher generell sehr gerne und ich glaube, das wird es hier ebenso sein. Ja, bis jetzt bin ich noch nicht so weit. Ich glaube, ich habe gerade mal ein Fünftel oder so jetzt gelesen. Aber macht auf jeden Fall schon großen Spaß. Und wenn ihr die Bücher von Anne Freitag kennt und ihr Schreibstil kennt, dann wisst ihr auch, wie sie über dieses Thema schreiben kann. Und ich freue mich, das Buch zu Ende zu lesen. Ihr werdet es dann im Lesemonat Juni höchstwahrscheinlich sehen. Ein Buch habe ich euch schon gezeigt aus meinen Neuzugängen, und zwar in dem Paket, was die liebe Ramona mir geschickt hat von Littera. Es ist von Carlos Ruiz Zafón, Das Spiel des Engels. Da werde ich jetzt gar nicht mehr viel drüber sagen. Ich habe das Video auch in der Infobox nochmal verlinkt. Es geht wieder nach Barcelona und es geht in den Spanischen Bürgerkrieg. Es geht um einen jungen Autor, David, der als Autor von Schauerromanen so ein bisschen sein Leben fristet. Aber er bekommt einen Brief, und zwar ist der versiegelt mit einem Engelsymbol. Und er bekommt ein unwiderstehliches Angebot und er kämpft bald um sein Leben und um die Liebe. Ja, und ich freue mich auf Carlos Ruiz Zafón. Ich hatte nichts mehr von ihm auf dem Sub. Jetzt habe ich wieder ein Buch von ihm da und ich liebe seine Sprache, ich liebe seinen Schreibstil und freue mich auf Das Spiel des Engels. Dann habe ich noch einen Krimi, auch als Leseexemplar, bei Tauschticket ertauscht. Das ist echt super. Man kann dort wunderbar Leseexemplare bekommen, da sie ja unverkäuflich sind, vertauschen viele dort ihre Bücher. Von Luca Ventura, Mitten im August. Ein sehr schönes Cover, wie ich finde, mit dieser Gischt, die da dort spritzt auf diesem Steg. Und zwar ist es auf Capri. Und es ist ein Auftakt einer Krimireise. Mord auf der schönsten Insel der Welt. Der erste Fall der neuen Capri-Serie. Spannung vor umwerfender Kulisse. Der Inselpolizist Enrico Rizzi hat es auf Capri zumeist mit kleineren Delikten zu tun und daher genügend Zeit, seinem Vater in den Obst- und Gemüsegärten hoch über dem Golf von Neapel zu helfen. Bis mitten im August ein Toter in einem Ruderboot an den felsigen Strand getrieben wird. Jack Milani, Spross einer industriellen Familie und Student der Ozeanologie. Es ist der erste Mordfall für den jungen Rizzi.
Ein Fall, bei dem es neben der Aufklärung eines Verbrechens auch um die Zukunft der Weltmeere geht. Ja, Luca Ventura ist ein Pseudonym. Ich weiß nicht, wer der Autor eigentlich ist. Müsste ich vielleicht mal versuchen zu recherchieren. Auf jeden Fall ist das Buch gerade im März diesen Jahres erst erschienen und ich habe Lust auf einen Krimi mit Meerblick und wollte deswegen gerne mal reinlesen. Ich war auch noch nie auf Capri, aber ich habe mir vorgenommen, das Buch jetzt mit in den Sommerurlaub zu nehmen. Da geht es nämlich auch ans Meer und ich freue mich drauf und hoffe, dass das sehr stimmungsvoll wird und ja, so ein bisschen cozy Krimi. Ich glaube nicht, dass das sehr thrillerig wird, denn die Leiche ist nun mal schon da und es scheint eher so um die Aufklärungsarbeit zu gehen. Und da freue ich mich drauf, vor der Kulisse von Capri. So, als Rezi-Exemplar zur Verfügung gestellt vom Diana Verlag wurde mir Time to Love von Beth O'Leary. Ich denke, ihr kennt die Autorin sicherlich von Love to Share. Das ist ja ihr erstes Buch gewesen und das hier ist jetzt das zweite. Und das erste hat mir schon richtig gut gefallen und wir hatten Lust auf Time to Love in unserem Buchclub und haben es angefragt, haben es auch alle bekommen und freuen uns riesig darauf, das bald zusammen zu lesen. Ich finde, dass Beth O'Leary auch eine unfassbar sympathische Autorin ist. Ich habe mir mal ein, zwei Interviews mit ihr angeschaut und ich finde die Frau goldig. Wirklich richtig süß. Schaut sie euch mal an. Sie ist auch hier hinten nochmal drin. Einfach eine ganz, ganz hübsche und süße junge Frau. Und hier in diesem Buch geht es nicht um eine Liebesgeschichte wie bei Love to Share, sondern hier geht es um Lina, die 2 Monate Sabbatical macht. Und zwar hat sie eine katastrophale Präsentation im Job gemacht und ihr wird eine Auszeit verordnet. Ausgerechnet ihr, die Tag und Nacht arbeitet, um ihre verstorbene Schwester nicht zu vermissen. Zuflucht findet sie bei ihrer Großmutter Eileen in Yorkshire. Eileen wünscht sich mit Ende 70 eine neue Liebe. Nur leider ist die Auswahl der Kandidaten in ihrem kleinen Dorf schwer begrenzt. Und die Lösung ist, dass Lina nach Yorkshire fährt, also aufs Land, um dort zur Ruhe zu kommen. Und Eileen stürzt sich dann in die Londoner Dating-Szene. Doch ist es wirklich eine so gute Idee, einfach die Leben zu tauschen. Ja, und ich finde, das klingt so, so schön. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Liebe braucht keine Ferien kennt mit Cameron Diaz. Und das ist einer meiner absoluten Lieblingsweihnachtsfilme. Ich liebe diesen Film. Und auch da tauschen zwei Frauen die Häuser. Und hier ist es einmal mit Enkelin und Oma so. Und ich freue mich unfassbar darauf, auf diese Geschichte. Und ich glaube, dass das eine ganz großartige, sehr tiefgründige Geschichte ist und nichts Oberflächliches, weil ich das von Beth O'Leary erwarte und weil ich das auch schon in den ersten Meinungen zu dem Buch gehört habe. Und darum freue ich mich sehr auf Time to Love. Ja, und das letzte Buch, was ich euch zeige, ist auch aus dem Tauschticket und es ist ein Exemplar der Büchergilde. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut, denn das Buch finde ich in der Ausgabe der Büchergilde viel, viel schöner als das Original. Ich werde euch aber das originale Cover auch nochmal einblenden. Von Jane Gardam, Belle und Harry. Ja, und es ist eben die Büchergilde-Ausgabe. Finde ich wunderschön in diesem zarten Mint gehalten mit diesen lilanen Distelblüten. Ja, und hier geht es nach Yorkshire. Der Sommer ist heiß und die Batemans wollen ihrem anstrengenden Londoner Leben für die Ferien entfliehen. Sie mieten ein altes Farmhaus in Yorkshire, umgeben von Weiden, Schafen und Moor. Hier trifft Harry, der jüngste Sohn, auf Belle, den Sohn der Vermieter. Ich habe erst gedacht, das wäre ein Mädchen, Belle. Und eine bedingungslose Jungenfreundschaft beginnt. Wenn alle Ferien vorbei sind, bleibt dieses Buch mit seinem Duft nach Freiheit, Heuernte und Landgewittern. Ja, und ich bin super gespannt. Das ist wieder eine Geschichte über junge Menschen. Und ich glaube, dass einfach diese Landschaft Yorkshire so schön ist, dass ich sehr gerne meinen Sommer dort literarisch auch verbringe. Und auch dieses Buch ist geplant für meinen Urlaub. Ich denke, das könnte ein sehr schönes Sommerbuch werden. Mehr möchte ich von der Geschichte auch noch gar nicht wissen. Ich habe auch den inneren Klappentext noch nicht gelesen. Möchte einfach Belle und Harry als Teenager-Freunde begleiten. Ja, und das war's. Das waren meine Neuzugänge. Es ist wahnsinnig viel, aber wie ihr schon gemerkt habt, ich habe auf jedes Buch Lust und freue mich da sehr drüber.
Und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Schreibt mir sehr gerne, wenn ihr eins der Bücher schon kennt und empfehlen könnt oder was ihr denkt zu meinen Neuzugängen. Ich lese immer sehr gerne von euch. Und dann wünsche ich euch einen wunderbaren Tag und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder, meine Lieben. Macht's gut, bis dahin und tschüss.